Ja, und wir sind am Vorbereiten im Keller. Heute Abend kommen 40 bis 50 Kartoffelproduzenten, die ihre Kartoffeln bei der Deralog Rüdligen Alchenflüh verkaufen. Gibt es da Fondue-Essen für Pro-Deralog-Mitglieder? Der Bauerhause ist jetzt auch Pro-Deralog-Mitglied. Und mein Beitritt muss ich bezahlen. Wir spendieren das Apéro für diese Bauern. Und dann bin ich Pro-Deralog-Mitglied. Ja, es ist jetzt 3:45 Uhr. Die Sonne steht tief. Geplant ist, das Apéro hier draußen vor der Kellerbar einzunehmen. Es gibt Glühwein, selbstgemachter Glühwein und kleine Bier, Mineral, Most. Und dazu macht die Anne Speckzwetschgen im Backofen. Jawohl. Ja. Fondue-Brot schneiden für 50 Personen, das gibt viel Arbeit. Jetzt so. Ich schneide mir nicht die Finger. Guten Abend miteinander. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserem Pausenhöck. Wir sind dieses Mal jetzt ein anderer Ort. Das erste Mal ein auswärts, eine andere Atmosphäre. Es ist nicht ein Theralog. Bei uns hat es ein wenig zu tun gegeben. Und jetzt noch den Schnaps rein. So, bereit. Ab in den Keller. Ja, vier Tage fachsimpelt unter den Pro-Deralog-Bauern. Jetzt bin ich auch einer davon.